Wir sind in der ländlichen Umgebung von Bobo Dioulasso in Burkina Faso unterwegs. Die Armut ist groß, die ganze Infrastruktur äußerst schwach. Da, wo wir hinfahren, gehen weniger als 3% der Kinder in die Vorschulstufe. Save the Children unterstützt hier die frühkindliche Förderung. Nicht nur die Kinder werden unterrichtet, auch ihre Mütter gehen zur Schule. Für die Frauen sind die Bildungszentren ein wichtiger Treffpunkt, wo sie sich aussprechen können. Damit die Dorfbevölkerung über das Bildungsangebot informiert werden kann, bringt sie der Ausrufer zusammen. Dazu braucht es die Einwilligung der Dorfältesten, des Imams und der Ehemänner. Auf die Arbeitskraft der Frauen auf dem Feld wird nur ungern verzichtet. Die Lehrerin versteht sich als Animatorin. Sie überzeugt, wenn es nötig ist, im Gespräch auch die Ehemänner. Treffpunkt für die Kinder ist der Pausenhof. Hier lernen sie Grundlagen der Hygiene. Strom und Wasser gibt es im Dorf nicht. Das kostbare Nass muss beim entlegenen Ziehbrunnen geholt werden, Eimer für Eimer. Zusätzlich zum Schulangebot erhalten die Kinder gegen Mittag eine Mahlzeit. Zum täglichen Unterricht gehört auch gemeinsames fröhliches Singen. Nach dem Unterricht gehen die Kinder nach Hause. Jetzt gehen die Mütter in die Schule, lernen lesen und die finanziellen Mittel für das gesamte Bildungsangebot zu beschaffen. Denn der Staat gibt keine Unterstützung. Das will die Lehrerin im Gespräch nicht sagen. Erst nachdem das Mikrofon ausgeschaltet ist, gesteht sie ein, dass die Dorfgemeinschaft auf sich alleine gestellt ist. Save the Children hat die Dorfgemeinschaft in der Eröffnung der Bildungszentren unterstützt und auch darin, dass sie das Angebot anschließend selber tragen kann.